Hallo und guten Tag, hat er gesagt, ne? Ich bin hier schnell zurück, ne? Ich muss noch warten, bis hier das hier alles so geht. Ich hoffe, irgendwas hat er gerade. Ach, naja, ich weiß nicht, was der immer anzeigt, ne? Aber manchmal anzeigt er was Komisches dann. Und das müsste jetzt hier auch reingehen, weil dann können wir nämlich den hier gleich lösen von irgendwo. Na, genau. Das und. Ne, das darf ich nicht so durchschießen, ne? Kenne ich nämlich noch von letzten Male. So, kannst du nämlich da volle Kanne runtergehen. Aha. Salvage secured. Applying credit. Geil. So, vielleicht wird das ja jetzt richtig schnell da reingezogen, weiß ich noch nicht. Look sharp, Carter. One minute left on the clock. Processing valuable object. Credits awarded. Salvage goal cleared. Rewards allocated. Ich weiß nicht, wo was hier hingeht, aber es sieht ja fast okay aus, ne? Ein bisschen. Na gut. Den hat er jetzt hier weg. Kannst ja wenigstens ranziehen, das Ganze, ne? Guck mal, das geht jetzt relativ schnell. Und dann müssen wir das lange Ungetüm beim nächsten Mal irgendwie reinflutschen, ne? Oh, den einen hat er noch. Ja, den sollte er nicht. Besser ist er. Nicht, dass die Geld weg ist, ne? 4,5 Millionen, das geht auch. So, was haben wir noch? Auch noch 5,4 Millionen. Ja, geht. Das sieht zumindest mal ein bisschen gut aus. Ein bisschen. Nicht jetzt allzu gut, aber schon gut. So. Cool. Hello, Shipbreaker. Overnight genetic backup Ja. complete. Oh. Pattern deviation nominal. Have a good Ein day. Level? Nee, wollte schon sagen. Ne, wir wollen ja auch schnell weitermachen, ne? Das Teil da, was ich brauche, kriege ich eh nicht. Ne? Hier, mein Kühlkörper. Aber, ja. Ist mir auch jetzt erstmal egal, weil wir wollen ja weitermachen. Und da unser große Dings kriegen, ne? Verbinden nur noch 15, da holen wir uns gleich mal welche. Oh. Erstmal Geld ausgeben, bevor wir überhaupt was anderes gemacht haben, ne? So. So, da kann der nämlich da rein. So, und dann können wir nämlich mal hier gucken, wie das bei dir da aussieht. Salvage secured. Credits deposited. Weil jetzt ist natürlich Alltag spät, ne? Was hier so alt rumliegt, ne? Was bist du? Deposit accepted for processing. Kannst du Alt darin schmeißen, ne? Oh doch. Können wir sogar mitbewegen. Aber wir haben so ein bisschen. Ist noch was im Weg, ne? So. Auf geht er. Da haben wir ja jetzt schon richtig gut und richtig viel verdient eigentlich, ne? Kann man ja kaum anders sagen. Was ist das hier noch? Konnte jetzt nicht erkennen. Das müsste eigentlich reingegangen sein. Was bist du jetzt Schönes hier? Ein Kolben. Ja, nimm ich mit. Voll gar nicht kriege am Ende, ne?
weiß, wann ich weitergehen mache, aber. Ah, okay. Da können wir natürlich da helfen. Ist auch komplett, ne? Da da rein. Oha. Ja, ja, ist okay. Ich weiß zwar nicht, was wir hier gemacht haben, ne? Warum wir hier irgendwas auseinandergenommen haben. Aber er wird es ja irgendwie wissen, ne? Warum wir das so typisch auseinandernehmen? So, klar, wir haben jetzt die Schnittpunkte, die da dran noch irgendwie sind, aber sonst so sieht das eigentlich ganz so gut aus. Processor deposit accepted. Credits awarded. Bei der so ein bisschen wäre, also das da machen wir schon gut Geld jetzt, ne? So. Wieder rum, geht die Turbine und dann müssen wir wieder hinne machen. Gut, aber dann haben wir das hier durch, dann haben wir ja. Ja. Gut was gemacht, ne? Muss man ja mal so sagen. Wenn sie den mal jetzt hier so ein bisschen frei machen, ne? Salvage deposit accepted. Credits transferred. Huh! Also jedes Mal bin ich so ein bisschen aufgeregt. Ich mir so denke, boah, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Thruster systems breached. Detecting elevated volatility. Salvage secured. Account credit applied. Is it gone? Salvage deposited. Applying credit to account. Guck mal, was machen wir denn da? Ja, den langen, den können wir ja doch hier eigentlich direkt schon reinfrachten. Das sollte ja jetzt kein stören, wenn das schon mal weggeht. Und jetzt gibt mir das fette Geld. Dürfen wir die Konsole dann abmachen? Ne. Ja, dann ist das so. Schon sagen. Achso, der geht gar nicht. Schon sagen, zieh den Arsch da rein. Naja, irgendwie macht das immer, ne? Naja, der zieht sie jetzt da auch rein, gut. Muss man ja jetzt nicht um alles hier kümmern, oder? Wow, Junge. Yeah, Level 5 erreicht. Geil. Naja. Ich bin echt zufrieden. Da mal gut was geschissen. Ihr kriegt hier. Das macht jetzt ja eigentlich auch nicht mehr so viel. So, jetzt können wir noch gucken. Da ist noch irgendwas. Warning.
Oxygen reserves are deposit accepted for processing. Material deposited. Guck mal da oben, ha? Ja, und dann machen wir uns auf den Nachhauseweg. Geil, cool. Sehr schön geschafft. Ihr weiß zwar jetzt nicht, was hier noch rumliegt. Oxygen reserves are critical. Reminder, employees are responsible for regulating carbon dioxide. Aber wer weiß, ne? Weiß auch nicht, ob der mal alles auch mitzählt oder nicht. Aber ich muss auch das nicht alles wissen. Mir reicht es, wenn ich meine jetzt 5 Millionen kriege. Das ist gut. Rotes Siegel, neuer Rang. Glückwunsch, Abwracker. Harte Arbeit ist nicht unbemerkt geblieben. Folgender Presse. Rang zuerkannt. Prestigeträchtiger. Trächtischer. Der Trächtischer. Selbst diese Worte kann ich kaum noch aussprechen. So, in der Reparaturzeit haben wir auch gekriegt. Das ist geil. Weil ich glaube, so ein bisschen müssten wir reparieren. Jetzt sind nicht die Welt, aber die halbe. Na, kann man schon mal so sagen. You got. Got ist das. Ja. Wir schauen noch, ne? Ich weiß ja nicht, ob jetzt irgendwas noch dazu kommt. Links would like to share the following inspirational message. The greatest reward in life is the chance to work hard at work worth doing. Mhm. Gefahrenstufe 6. Du bist nun dazu befugt, mit Bergungsgut der folgenden Gefahrenstufe zu arbeiten. Klasse 2 Reaktor, eine weitaus stärkere Reaktorquelle mit einem größeren Schadenspotenzial und einem komplexeren Extraktionsprozess. Umgebungssteuerung UCA kontrolliert die Atmosphäre und den Luftdruck in dein Schiff und versorgt den Reaktor mit Kühlmittel. Ach du Scheiße, Kühlmittel. Kühlmittel-Lecks machen umliegende Objekte spröde und einfacher zerstörbar. Mehr Informationen, Handbuch unter Angestellten-Terminal, okay. Träger des roten Siegels. Good news, Cutter. You've earned clearance to the next hazard level. This means you'll be getting Class 2 reactors now. Gnarly things. We'll start training when you're ready and I'll walk you through them. Oh, they're not so bad. You seen one reactor? You've seen them all, I think. Uh-huh. This ain't really that simple. Yeah, I got a tip for you there, newbie. Don't blow it up. Cutter, like I said, let me know when you're ready to start training. Geil. Don't take too long. Naja, das ist klar. Ich muss ja hier. Das ist wie im richtigen Leben. Ich muss aggern, 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 aggern. Hier können wir noch Daten wiederherstellen. Was denn? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ja, ist mir egal jetzt. Was ist das hier? Demeter Pausen war eine unerschütterliche und kluge Geschäftsfrau. Hier unter dem Vater. Exeter Pausen. Systeme. Du bist nun. Die Reaktoren sind an eine. USE an der Landstrecke Schubdosen angeschlossen. Wir müssen vor der Elster-Synthesizer die Verbindung zu den ISE und den Schubdosen trennen. Wenn diese Schritte nicht befolgt, tritt die Kernschmelze-Sequenz schneller ein. Ah. Okay. Was ist das hier? Nach Festigung, paar Megakonzert, Segen der. Was ist das hier? Nur für autorisiert. Wir setzen das Vorstellen von Mitgliedern der Schrottner Gewerkschaft und unsere Ausgaben haben wir mit Steiner in der Station können über die Erde gekreist, über die Motivation unterhalten und für das Arbeitsrecht zu kämpfen. Okay. Hört sich sehr interessant an. Ich würde mal gerne mit einem Reaktor gucken und dann können wir uns nämlich das mal komplett so rinziehen. Training, das andere haben wir fertig. Wie das aussieht mit dem Reaktor, ne? Ein bisschen Geld wollen wir ja machen. Training steht an.
Jetzt haben wir denn ja so gesehen erstmal was mit Hilfe. Wenn überhaupt ich das lesen kann, ne? Alright, Cutter. Time to extract your first Class 2 reactor. This one's not quite as simple. Just pull it and barge it, right? Pretty straightforward. Well, I'm sure head office would rather the reactor was in one piece. Pulling this beast without proper prep is a sure way to print yourself a receipt for a new spare. Sure, sir. Prep. But you're on the clock. Don't forget. As I was saying, like any reactor, it'll melt down as soon as it's disconnected from its housing. And these Class 2s will melt down mighty quick unless you do two things first. First, release the connection to the thrusters. Mm-hmm. Second, remove the coolant from the ship's environmental control unit, or ECU. Or just cut a hole, pull it, and barge it. Just make sure you clear an extraction route before doing anything, Cutter. Soon as you release the thrusters and mess with the ECU coolant, that reactor will enter a controlled meltdown. Oh, and if you're having trouble finding everything, try using the systems mode of your scanner. Ja, ja klar. Jetzt sieht man das ziemlich deutlich. Garantiert. Und wir haben... Ah, okay. Okay. Sieht ja gar nicht mal so einfach aus. Ja, ich würde sagen, wir machen das erste, was wir immer machen, ne? Ein Cutter spielen. Naja, ich weiß ja nicht, wo er hin möchte, aber ist okay. Eine Hochleistungsantenne ist natürlich auch ein Spielzeug, ne? Haben wir hier noch eine? Da denkt man immer, dass man hier die heißeste Kacke hat, ne? So, jetzt haben wir das zumindest mal gelöst, ne? Die sind natürlich auch so, wow. Die Gondeln, ne? Alle da drinnen und so weiter und so fort. Klar, wir haben jetzt hier noch überall Strom. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir das hier... Wir machen erstmal die Tür auf hier. Erstmal rein. Hier. Das ist ja die... Air pressure level increasing. Airlock depressurizing. Von wo kriegt denn jetzt hier der Doof gemacht hier? Sind wir hier drucklos? Kann man das doch ja nicht trennen, ne? Gibt immer so eine Innenschicht und eine Außenschicht. Hier ist Wandterminal. Atmosphärenregler. Also wir sind ja jetzt drucklos. So, und jetzt sind wir unter Druck, weil... Was ist denn jetzt hier auf? Aha, warum? Okay, wir haben jetzt das alles aufgemacht. Ich weiß nicht. Okay. Ah, okay.
Gute ist, dass man Türen ja einfach auch wegmachen kann, ne? Ich möchte erstmal. Sondern auch wissen, wie ich hier rauskomme wieder, ne? Das ist für mich immer das Wichtigste, wenn ich den mal hier so leer habe. Oder frei habe. Wie wir hier den Reaktor dann rauskriegen. Bist du hier? Ein Filter? Oh, was ist das hier? Mal auf hier, die Luke. So. So, und die Schubdüse müssten wir ja hier irgendwo trennen, ne? Oder was, wo? Okay, der ist schon mal getrennt jetzt, der Reaktor. Oder können wir noch was schneiden? Ich denke mal, ach, da oben noch. Ich denke mal, dass wir hier auf jeden Fall uns erstmal ein bisschen Luft machen sollten. Bevor ich jetzt hier irgendwo reinmache, wo es mir ja nicht fällt, ne? Vielleicht will er jetzt nicht selber am Weg stehen, aber. So, da ist der Reaktor und den müssten wir dann schnell in die Barge schmeißen. Natürlich nur, wenn wir rankommen. Jetzt müssten wir den hier. Valuable object accepted for processing. Optional, lass die Kühlmittel ab. So, das ist der Kühlmittel. Achso, ja. Ich versuche doch hier irgendwas zu machen. War teuer, ne? Meine Kette da so ein bisschen sterbe. Also klar, wir können jetzt hier so ein bisschen Gas geben. Don't get yourself injured.
Ja, ich weiß ja nicht, ob das alles so geil ist, wie ich das gemacht habe, ne, ganz ehrlich. Wir werden hier oben ein bisschen Gas geben, weil, ja, eigentlich nur mehr geschrottet, als ich gut gemacht habe. Oh, alter Schwede. War schon ein bisschen nicht so geil, ne, muss ich sagen. Das ist ja eigentlich auch nur eine einfache Nahrungsverkleinung, oder? War jetzt nichts mehr bei, was uns interessiert. Nö, hinten ist noch der Deckel dran. Die Kühlmittel ist natürlich ein bisschen sehr traurig, ne? Material deposited. Account credit applied. Valuable object processed. Ja, der wird ja jetzt sich da reinziehen, oder? Gut. Die Tür müsstet ihr eigentlich ohne irgendwas zu schneiden geben. Salvage destroyed. Please revisit your training. Valuable object processed. Credits awarded. Ja, ich war viel zu viel kaputt hier. Das ärgert mich so ein bisschen, ne? Da ich das Training so, ja, einfach schlecht gemacht habe. Aber das hatten wir ja schon ein paar Mal, ne? Nobody is perfect, ne? Und I'm nobody. Ich muss hier auch nochmal gucken. Also klar, wir können jetzt schnell Geld machen. Ich will auch jetzt danach nicht irgendwie noch was anderes machen hier. Ja, da war ein drinnen, oder was? Komm schon, komm schon, komm schon! Das ist ja auch nochmal ein riesen Teil hier. Ah ja, aber treib's doch ohne Idee immer.
Eieieiei. Naja, wenn alles scheiße läuft, dann läuft alles scheiße, ne? Kann ja froh sein, dass ich mich selber hier nicht umbringe, ne? Sag mal, klar, das können wir da alle vielleicht noch reinschmeißen, aber können wir das hier an. Jetzt falsch ist oder nicht, das ist. Valuable component loss. Please be more careful. Tether supplies running low. Ja, ist ja nur ein Training, ne? Hier kann ich ja jetzt noch richtig viele Fehler machen. Ist ja. Passiert ja nicht so viel. Object process. Transferring credits. Das machen wir einfach hier die letzten paar Zentimeter. Versuchen wir noch ein bisschen was zu machen hier. Ja, da kannst du das ja ein bisschen mitnehmen, dann ist das ja ganz gut. Da. No tethers remaining. Material accepted. Credits transferred. Warning. Oxygen low. Valuable object accepted for processing. Can be reduced through good breathing practices. Salvage goal obtained. Additional rewards assigned. Also wir könnten aber trotzdem das noch so halbwegs schaffen, ne? Mit dem Bergungsziel. Ich weiß nicht, ob in 7 Minuten, wir können ja probieren. Oxygen reserves critical. Links recommends avoiding stress. Soll ich wenigstens das noch kriegen? Oxygen levels are low. Have a nice day. Na, aber möglich, vielleicht, eventuell, wäre das schon. So. Salvage deposit secured. Wow. Credits awarded. Applied.
Alright. This is your 5-minute warning, Cutter. Ja, ja, gib mir schon Mühe. Ich bin hier voll in Action, ne? Weil ich will ja noch die Date machen. Money, money, money. Guck mal, hier ist der Donut dran. Salvage deposit confirmed. Applying credit. Ja, ich glaube nicht, das war das schade. Schade eigentlich, war. Ich bin so verbissen da drauf, das irgendwie zu schaffen. Salvage registered. Transferring credits. Mann, ey, das ist doch immer da unten denn schon. Hä? Na, besser ist für dich. Ist ja kein Wunder, dass man das nicht schaffen kann, ne? Hä? Ja, mach doch. Mach doch, mach doch. Schneller, schneller, meine Damen und Herren. Ich hab da keine Zeit hier. Echt, ja? Aber kann sein, ne, da ich den rausgerissen habe, da ich den jetzt irgendwo mitgeschossen habe. Das sind eben so die natürlichen, kann passierende Sachen. Ach, guck mal, da ist noch eine Schnittstelle. Ich hätte es ja gerne noch zu Ende gemacht hier. So, ja, 3 Minuten mehr oder so. Wäre cooler, ne? Aber dafür haben wir ja auch jetzt mal eine Überlänge gemacht. Was steht da? Also. Nö, wird nicht. Ach, da. Ah, wir können ja nur gewinnen, und wenn es eben an Erfahrung ist, ne? 1 minute left, Cutter. I'd say get a move on, but you know that already. Geld ohne Ende, wenigstens noch ein bisschen. Warning. Low oxygen reserves. Salvage secured. Account credit applied.
Yes. Wenigstens den noch gekriegt. Ja, ein paar hunderttausend haben wir noch gemacht. Ha, 11 Millionen. Geil. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.